Okay, gehen wir weiter ins nächste Projekt, auch wieder aus dem Anwendungsfach Ubiquitous Computing, was ganz anderes, viel, viel stärker mit Interaktion behaftet, die Piano-Gruppe, Matthias Wein, Katja Rogers, Amrei Röhlich und der Jan Guggenheimer guckt irgendwo von auswärts zu. Ja, guten Abend. Erstmal schön an die, die erstmal das drüben schon ausprobiert haben. Wir haben es drüben nämlich aufgebaut für nachher. Und noch viel schöner, dass auch noch welche da geblieben sind nach der Pause. Ja, wie gesagt, wir sind die Gruppe Piano. Wir haben im Ubiquitous Computing Projekt das Ganze gemacht über 2 Semester. Erstes Semester Konzeption, zweites Semester Umsetzung. Das Ergebnis stellen wir jetzt heute vor. Aber noch kurz zu uns. Amrei, Katja, Matthias, Jan ist in den USA und kann heute leider nicht da sein. Videokonferenz war auch nicht machbar. Okay, wie ihr sicherlich schon erraten habt, es geht um Klavierspiel. Ach, da sieht man das, okay. Ja, also auch heute noch, auch im digitalen Zeitalter, wenn alles recht schnell ist, lernen Kinder Klavierspielen. So, zur grundständigen Ausbildung dazu, aber auch viele Jugendliche und Erwachsene bringen sich selber bei, gehen zum Klavierlehrer, einfach aus Interesse, als Hobby nebenher. Ja, und das Ganze läuft dann so ab, man geht zum Klavierspieler, zum Klavierlehrer, der bringt einem das bei, aber als allererstes lernt man mal Noten lesen und lernt, welche Note, welche Taste am Klavier ist. Das ist recht mühselig, vor allem wenn man dann sowas hat. Ist zwar nicht die Regel, aber kommt halt vor. ja, und dann ist das Ergebnis beim Lernen dann oft so, dass man keine Lust mehr hat, aufgibt, verzweifelt oder sich quälend jahrelang das antrainiert und dann irgendwann mal halbwegs gut spielen kann. So, aber heute ist man ja immer schnell und wenn man was will, will man sofort. Und wenn man Someone Like You von Adele spielen will, dann geht der gewiefte Internetnutzer hin, geht auf YouTube und gibt ein How to Play Adele. Und dann kommt ein Video, entweder wie es jemandem eine vorspielt oder einfach nur ein Klavier, wo gezeigt wird, wie man es macht und dann machen wir das nach. Und an der Stelle setzen eigentlich wir an mit unserem Projekt. Aber damit ihr euch das mal kurz konkret vorstellen könnt, wie das aussieht, mal ein Video. Und es läuft. Ja, wie man sieht, Amrei spielt Klavier. Der Lag ist im Video, nicht hier im System. ja, man sieht, wir projizieren auf das Klavier selber und auf eine Fläche, die am Klavier angebracht ist. Was eben recht neu ist eigentlich dabei, man hat direktes Feedback, was man spielt. Und offensichtlich verwenden wir ja keine traditionelle Notendarstellung, sondern eine alternative Notendarstellung. Und darüber wird jetzt erstmal Katja noch mehr erzählen. Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Features. Das Wichtigste bei unseren Features ist natürlich dann, sich für eine alternative Notendarstellung zu entscheiden. Das Schwierige daran ist, eine zu finden, die zwar sowohl auch recht mächtig ist, wie halt das traditionelle Notenblatt, aber auch einigermaßen einfach und intuitiv ist. Die Note, also die Tonhöhe an sich, wird da bei uns dargestellt durch einfach die Position, das wird ja direkt drauf gemappt. Die Note wird dargestellt als Rechteck und die Länge vom Rechteck gibt die Notendauer an. Jetzt gibt es beim Noten, bei der also traditionellen Notation, gibt es ja jetzt ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten. Also ein Notenblatt ist sehr, sehr mächtig. Unser Prototyp implementiert auch einige davon. Zum Beispiel hier links zu sehen, Legato. Die Noten werden also gebunden gespielt, also überlappend. Dafür haben wir die Enden von unseren Rechtecken abgerundet und ja, überlappend gezeichnet. Rechts könnt ihr Staccato sehen. Staccato wird kurz und abgehackt gespielt und deswegen haben wir die Rechtecke verkleinert und spitz gezeichnet. 2 weitere Ausdrucksformen von uns sind, wie hier links zu sehen, der Triller. Der Triller wird, also die Hauptnote, wo das TR draufsteht, wird abwechselnd gespielt mit der nächsten 1/2 Ton höher gelegenen Note. Die wird bei uns explizit dargestellt und dann die Zickzack-Linien, die zeigen dann, dass es ein Triller sein soll. Und rechts noch die Grace Note, also die Vorschlagnote, die zeigt an, dass kurz eine Note noch vorher angetippt werden soll. So.
Unser Hauptsystem, also das Hauptmenü sieht so aus, rechts zu sehen, das ist das, was wir am PC quasi haben, das wird dann drauf projiziert und die, ungefähr das untere Viertel davon landet dann auf der Klaviatur. Unser Interaktionskonzept basiert jetzt darauf, dass man die Tasten, also die Klaviatur wirklich als Eingabe nimmt und damit das System steuert. Und damit kann man dann auch die drei Hauptmodi auswählen, also Listen, Practice und Play. Damit haben wir versucht, den Lernprozess möglichst gut zu unterstützen auf verschiedene Arten und Weisen. Dafür haben wir auch ein paar Videos mitgebracht, nämlich zum ersten Mal den Listen-Mode. Das System spielt also das Stück vor und der User kann sich an die Darstellung gewöhnen und die Melodie auch verinnerlichen, was auch ein wichtiger Teil vom Lernprozess ist. Wenn er sich das ein paar Mal angehört hat, kann er es dann auch üben. Das wird jetzt hier ziemlich gut gespielt. Also wenn das Video ein bisschen schneller wäre, wird es ziemlich gut gespielt. Aber man sieht, es stockt ein bisschen. Das ist, weil das System auf den Nutzer wartet. Also die Darstellung wird erst dann vorangeschritten, wenn der Nutzer tatsächlich die richtige Taste drückt und auch für die richtige Dauer. Ansonsten geht es nicht weiter. Und wenn man jetzt die falsche Taste drückt, kriegt man auch Feedback. Das sieht man jetzt hier gleich ganz gut. Die falsche Taste wird rot angeleuchtet und die richtige leuchtet nochmal auf, damit man auch weiß, wo man hingucken soll. So, und wenn man das jetzt ganz oft geübt hat und das schon richtig gut kann, kann man noch den dritten Modus auswählen, den Play-Modus. Hier wartet das System jetzt nicht mehr auf den Nutzer, sondern man muss einfach versuchen, hinterherzukommen. Das ist dafür da, dass wenn man es halt schon sehr gut kann, dann soll man natürlich auch irgendwann lernen, die Melodie im richtigen Takt, im richtigen Tempo auch hinzukriegen. Und da kann man das dann üben. So, man hat dabei auch Feedback. Die aktuelle Note wird grün umrandet, wenn es richtig war, und rot, wenn man sie nicht getroffen hat. Und danach kriegt man dann noch den Result Screen als Feedback, das, wo man sich dann auch ein bisschen Zeit für nehmen kann, sich das anzuschauen. Oben sieht man die Progress Bar. Die ist dafür da, einen groben Überblick zu kriegen darüber, was man da jetzt fabriziert hat. Unten ist dann das ganze Lied dargestellt im Querformat. Das Graue ist das, was gespielt hätte werden sollen. Das Blaue ist das, was tatsächlich gespielt wurde. Und das wird dann auch nach einem Farbschema evaluiert vom System. Dabei heißt eine grüne Umrandung, das hat man super gespielt, für die richtige Dauer auch. Gelb war die richtige Taste zwar, aber leider für die falsche Dauer. Und rot war komplett daneben. So, wir haben noch einige weitere Funktionen. Zum einen natürlich die Songauswahl, also man will ja nicht mehr dasselbe Lied spielen. Deswegen kann man da ganz mit der Taste ganz links die Songauswahl auswählen. Für den Anfänger besonders wichtig, die Geschwindigkeitsauswahl kann man langsamer stellen oder auch, wenn man Spaß dran hat, besonders schnell. Dann die Taktauswahl, weil es jetzt auch fürs Lernen super wichtig, dass man Teile auswählen kann und die gezielt üben kann. Da kommen wir dann zu dieser Ansicht, ist auch wieder im Querformat das Stück dargestellt. Dann kann man die Takte auswählen, also Starttakt und Endtakt, und dann wird tatsächlich nur dieser Teil dann gespielt. Wenn man ein paar Mal schon gespielt hat, wird in dieser Ansicht dann auch angezeigt, also dann ist das grün markiert, was man gut gespielt hat, und wenn man was besonders oft, besonders schlecht gespielt hat, dann wird das eher rot angezeigt. Und da kann man dann diese Teile dann gezielt aussuchen. Innerhalb der Modi kann man noch zusätzlich steuern, indem man über das Pedalmenü ein kleines Steuerungsmenü aufruft. Links sieht man das Sheet Control, man kann also in der Notendarstellung vor- und zurückspulen. In der Mitte die Speed Control, man muss also nicht nochmal zurück ins Hauptmenü. Und rechts kann man dann entweder nochmal zurück zur Taktauswahl, das Hauptmenü zurück, oder zu unserem weiteren Feature, man kann die Fingererkennung einschalten. Also wie ihr schon seht, die Farben, die zeigen an, welche Finger man nehmen sollte. Das ist besonders für so Umgriffe ist das wichtig. Also nicht alle Tasten werden farbig markiert, sondern nur die besonders wichtig sind. Der User muss, wenn er das anschaltet, muss er leider auch so bunte Fingerbepper anziehen. Und dann kann das System das eben überprüfen. Das ist jetzt so ein grober Umriss von unseren Features. Das ist noch ein Prototyp, also da gibt es noch einiges, was man machen kann. Ihr kennt das bestimmt, so Projekte enden ja nie. Man könnte die linke Hand noch einbauen, man könnte diverse Sachen noch aus dem Notenblatt da reinbauen. Aber das haben wir bisher gemacht und die Amra erzählt euch jetzt noch ein bisschen was zum physikalischen Aufbau. Genau. Also im Zentrum von unserem System steht natürlich das Klavier, da haben wir ein ganz normales E-Piano verwendet. Und wenn man jetzt ein Stück spielen möchte, dann braucht man natürlich auch ein Musikstück.
Wir haben uns dabei für die bei der Notenrepräsentation für Music XML entschieden. Das ist ein offenes Format und es gibt verschiedene Internetplattformen, wo man sich Lieder in diesem Music XML-Format runterladen kann. Und es gibt auch verschiedene Software, wo man Noten schreiben kann und die dann auch im Music XML-Format exportieren kann. Also der Grundgedanke ist, man kann jedes beliebige Stück mit unserem System auch spielen. Und unser System, das ist eine C-Sharp-Anwendung, die läuft auf einem ganz normalen Windows-Computer. Und der erste Schritt ist jetzt natürlich, das Music XML zu parsen und in eine interne Notenrepräsentation zu bringen. Also wir verwenden unsere eigene Notenrepräsentation und aus der generieren wir dann eine eigene Notendarstellung, die wir mit einem Beamer auf das Klavier projizieren. Dafür haben wir das Klavier erweitert um eine weiße Fläche, damit wir eben auch eine Weitsicht reinbringen können, wie wir das beim Notenblatt auch haben. Und wenn der User jetzt was spielt, dann bekommen wir über dieses E-Piano das MIDI-Signal an unseren Computer. Also wir haben das Klavier mit unserem PC über ein MIDI-Interface verbunden und wir bekommen dann jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird und wenn sie losgelassen wird, bekommen wir eine MIDI-Nachricht, die wir dann interpretieren können. Dafür haben wir die MIDI.NET Library verwendet. Und genauso können wir auch MIDI-Nachrichten an das Klavier senden. Also die Gegenrichtung funktioniert auch. Das machen wir beim Listen-Mode, wenn wir ein Stück vorspielen. Ein weiteres Feature war jetzt die Fingererkennung. Wie ihr gesehen habt, haben wir da ganz große, bunte Kleber auf den Fingern. Also wir wollten dieses Feature gerne haben, weil es eben sehr wichtig ist, dass man den richtigen Fingersatz verwendet. Und es ist aber nicht so eine triviale Aufgabe. Also es gibt schon viele Fingersatzalgorithmen, aber die funktionieren alle irgendwie so. Und wenn man Klavier spielt, dann hat man eben auch sehr komplizierte Handbewegungen unter Umständen und einem geht eben diese Tiefe verloren, weil die Hand sich direkt über dem Klavier befindet. Und Faden verloren? genau, und deswegen haben wir uns jetzt für einen einfacheren Algorithmus entschieden, weil das ja nicht dieser Hauptpunkt von unserem Projekt ist, sondern nur eins von vielen Features. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir jetzt Farben auf die Finger machen. Und wir haben dann eine Webcam angebracht über dem Klavier. Und jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, dann schießt diese Webcam ein Bild. Und auf diesem Bild checken wir dann, ob der richtige Finger bzw. die richtige Farbe auch auf der Taste liegt gerade und können damit evaluieren, ob der richtige Finger verwendet wurde. Genau, das sind so die Hauptbestandteile unseres Systems. Und wie ihr seht, haben wir das ja heute nicht hier aufgebaut, aber einige waren in der Pause schon drüben. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, das drüben oben im H21 aufzubauen. Und wer Interesse hat, der kann das dann auch gerne nach dem Streiflicht mal selber ausprobieren, selber drin rumspielen. Und außerdem machen wir auch gerade noch eine Studie. Und wer Lust hat, mal selber rauszufinden, wie gut man ein Stück erlernen kann mit diesem System, der kann gerne bei unserer Studie mitmachen. Also wir suchen noch Probanden und würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere Interesse hätte daran. Es gibt zwei kleine Einschränkungen. Man sollte Rechtshänder sein, weil wir ein einhändiges Stück erlernen mit der rechten Hand. Und ihr solltet noch nie irgendwie Klavier gespielt haben, also noch keine Erfahrung mit Tasteninstrumenten. Ansonsten kann jeder gerne kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch dann bei uns meldet. Und das war jetzt erstmal unser Vortrag. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne jetzt stellen. Danke. Ja? Also das funktioniert ziemlich direkt. Also das Video war jetzt leider ein bisschen stockend hier, aber wir haben es ja drüben aufgebaut, dann kannst du dir das selber später nochmal anschauen. Achso, die Frage war, ob das in Echtzeit funktioniert quasi, also ob das zeitnah funktioniert. Genau. Nö, also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir haben natürlich schon darauf geachtet, dass wir jetzt keine Algorithmen verwenden, die jetzt zu viel Zeit beanspruchen. Also gerade bei der Fingererkennung war das teilweise ein bisschen kritisch, aber es funktioniert gut. Personal Interactive Augmented Noisy Object. Dafür steht Piano. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.